Und wieder mal ein Gute-Nacht-Video. Nur diesmal ein nicht so strenges Video. Ich halte mich auch relativ kurz, es wird nicht allzu lange sein, nur weil mich sehr, sehr viele Leute gefragt haben, was doch mit meinem Unlock All passiert ist. Kurze Frage, lange Geschichte. Wie gesagt, ich hatte mir letztes Jahr ein Unlock All gekauft. Das heißt, für GTA, also Grand Theft Auto 5, für die Leute, die es nicht wissen. Ja, ich hatte ihn ganze 2 Wochen. Nach 2 Wochen ist dem ursprünglichen Besitzer des Accounts eingefallen, er könnte sich ihn ja wiederholen. Und das hat er in dem Fall auch getan. Was mich aber schon ein bisschen, naja, stutzig macht bzw. wütend macht, weil 120 Euro ist für mich schon ziemlich viel Geld. Und ja, das Dumme ist, wenn ihr euch wirklich einen Unlock All kaufen solltet, schaut, dass ihr bei Leuten kauft, die wirklich hundertprozentig vertrauenswürdig sind. Und ich kann auch da euch nur den Junior Gaviria empfehlen, weil er macht echt sehr gute Undergolds und verkauft und kauft und verkauft wieder welche. Also ich werde ihn auch unter dem Video hier verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Ja, wie gesagt, das Erste ist, sobald ihr den Undergold habt, alle Daten habt, ist sofort die E-Mail-Adresse ändern und Passwort ändern. Weil, ohne Scheiß, wenn derjenige, dem das Konto gehört, dem sich Account den wiederholt, dann seid ihr gelackert, weil die 120 Euro dann für den Arsch sind. Ja. Und das wollt ihr, glaube ich, nicht. Wie gesagt, ich habe meinen Unlock All nicht mehr. Der hat der ursprüngliche Besitzer wahrscheinlich entweder selber oder verkauft oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe ihn nicht mehr. Was mich auch zu meiner nächsten Sache führt. Sollte dieses Video jemand sehen, der Unlock Alls macht, ich würde mit ihm gerne eine Partnerschaft eingehen. Das heißt, dass ich gerne Werbung für ihn machen würde. Ich würde halt mit Juno Gaviria gerne eine, wie gesagt, ich mache gerne Werbung für ihn, aber ich hätte gern ja, so eine Art ja, ich schreibe die Person dann selber an, das jetzt im Video zu erklären, dauert zu lange. Also wie gesagt, ich hatte mir den Unlock geholt, hatte ihn ganze 2 Wochen, habe mich gefreut wie ein Schneeprinz. Und ja, es kam, was kommen musste. Ich habe vergessen, das Passwort zu ändern und die E-Mail-Adresse. Und jetzt ist es halt so, dass ich den Account nicht mehr habe. Da nicht derjenige, der mir den verkauft hat, sich den wieder geholt hat, sondern der ursprüngliche Besitzer hat sich den wieder geholt. Und das Dumme ist, ich schaue jetzt ziemlich doof rein, weil ich noch ziemlich viel Zeit und Liebe in den Underworld investiert habe. Das hat eine 1,6er KD gehabt. Ich habe es auf eine 2er hochgepusht. Ich habe Sachen freigeschalten, die bei dem Underworld noch nicht freigeschalten waren. Die haben mich aber nicht gestört, weil ich mir gedacht habe, okay, alles freigeschalten muss ja nicht sein. Ein bisschen Arbeit will ich ja auch. Gut, es kann euch natürlich passieren, dass wenn ihr den Undergold kauft, noch einiges nicht freigeschalten ist. Aber wie gesagt, so 300 bis 400 Millionen, die reichen locker. Ja, man muss nicht eine mit 1 Milliarde haben, weil das ist dann schon heavy to metal, finde ich. Und man kann ja immer noch mit Bunker und Dings Geld machen, Nachtclub und so. Ich zum Beispiel habe jetzt mit meinem jetzigen Account knappe 11 Millionen. Und klar, die werden bis, da warte ich doch bis zum nächsten Update. Und da werden die 11 Millionen wahrscheinlich auch ziemlich schnell weg sein. Aber ja, wie gesagt, wenn jemand eine Partnerschaft mit mir eingehen will, wenn jemand weiß, der da Undergolds relativ günstig verteilt, ja, verteilt klingt zu böse, aber halt hergibt, ist, da können Sie sich gerne bei mir privat melden. Oder halt bei mir in den Kommentaren, würde mich halt sehr freuen. Und ja, wie gesagt, in der Infobeschreibung, also in meiner Info, ja, von meinem YouTube-Kanal findet ihr einige Links.
Ihr werdet die Links wahrscheinlich auch jetzt unter meinem Video sehen. Ich weiß nicht, ich habe das heute zwar eingestellt, aber ich weiß nicht, ob das so ganz hinhaut. Und wie gesagt, wir sehen uns dann am Montag wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Sonntag, wunderschön. Genießt ihn mit Family, genießt ihn mit Freundin, Freund, egal. Genießt ihn auf jeden Fall. Schaut euch ja meinen letzten Stream an. Ich habe ihn ja gestern noch hochgeladen. Und ja, wie gesagt, empfehlt mich weiter. Ihr seid Wahnsinn. Ich habe euch alle ganz doll lieb und wir hören uns und sehen uns am Montag zu einem neuen Video. Ich hoffe, die Frage kommt jetzt nicht mehr in meinem Chat, weil sie langsam echt belastend ist. Also dann, tschüss.